ähnlich wie Schnittlauch, genau. Kann man das essen? Kann man auch essen. Reiß ein Stückel ab. Magst du auch Kosten? Petersilie? Nein, das ist ein Zwiebel. Ein Zwiebel? Ich mag keine Zwiebel. Woma, es schmeckt nicht ganz so scharf wie ein Zwiebel, der eine Zwiebel ist, sondern das ist mal, da isst man die Blätter vom Zwiebel. Lecker, lecker. So, was pflanzt man jetzt? Und zwar ist das ein Schildampfer. Das ist so wie ein Sauerampfer. Kennt ihr einen Sauerampfer? Ja! Ja! Ich habe mal einen gegessen. Und wie hat er geschmeckt? Gut! Gut! Der ist in der Wiese gewachsen, oder? Ja. Genau. In Freistadt. In Freistadt, ja. Und das ist so was Ähnliches, nur eine Gartenpflanze. Und das kann man auch zum Salat dazu geben. Wollt ihr mal ein Blatt kosten von dem? Schmeckt auch Nein. gut. Darf ich? Ja, natürlich. Gut. Wie gut. Nach was schmeckt es? Nach Zitrone. Süß. Süß? Ich glaube eher nach Zitrone, ja? Ja. Magst du auch? Kann ich noch einen? Natürlich, ja. Da kann man immer die Blätter dann abzupfen und das habe ich einen Stängel. Das macht ja nichts. Stängel kann man nicht essen. Und das kann man sogar über den Winter draußen lassen und das nächste Jahr im Frühjahr wächst es wieder. Muss man nur einmal einsetzen. Löffel. Der Löffel ist drinnen. Der kann nachher noch essen. Jetzt kannst du wieder die Erde reinfüllen in die Töpfe. Mit dem Löffel kann man auch gut schaffen. Oder ich nehme mit den Händen. Ne? Papa. Ja. Leni, gib halt du da noch ein Papier rein und füllst den an, ja? Ja, aber rein. Erde reinfüllen. Erde reinfüllen. Nee, du bist süchtig nach dem, hä? Schmeckt es so gut? Ja. Sehr gut. Kann ich noch was anpflanzen? Ja, und kann zwar? Ich was anpflanzen? Ja. Kann ich das anpflanzen? Das pflanzt mein Ding. Kann ich das alleine machen? Ja, kannst machen. Zuerst wieder Zeitungspapier. Genau, wir pflanzen das jetzt zu viel, richtig. Tust du bei deiner? Nicht anziehen, einfach da zuerst drücken. Genau, unten ein bisschen drücken beim Topf. So. Und dann kannst du es umdrehen. Umdrehen. Und vorne hin die Hand hinhalten. Und dann kommt die Pflanze mit allen Wurzeln raus. So. Und jetzt können wir es da in das Loch einsetzen. Ja, Sophie, magst du das noch gießen? Nicht, ne? Da unten dann auch was. Ja, super. Fertig. Jetzt ist nach Hause gegangen. Da, wo sie die drei, Salat und der Zwiebel drin ist, kannst du eins reinstecken. Ja. Der Leni kann sein Sonnenblumen. Super. Ja, darfst du noch eins machen? Ich mache eine, Sophie. Ganz vorsichtig, Schatz.